So, da sind wir wieder. Ab geht die News. Ich wollte eigentlich schon ewig was essen, aber ich komme einfach nicht dazu. Ich komme nicht dazu. Ich bin so im Zeitungsstress. 25, also 24, alles raus. Okay. 25, 25, 25, 25. Alles 25, okay. 9000, ja. 7000, ja. 6000 nehmen wir auch mal mit. Und werden die schon mal hier einteilen. Gott, wir haben so viel Kohle. Gar nicht mehr wohin damit. Ich hätte jetzt noch die Druckqualität vielleicht auf hochgestellt, aber wir kommen ja noch nicht rein. Da ist ja heute Schicht. So, das hat sich Pythagoras widerlegt. Ja, komm, machen wir es klein. Auch wenn es eine News ist hier, die ein bisschen was wert ist. Sean Connery verschwindet während Schlossbesichtigung. Man das ein bisschen größer, ja. Auf 2. Connery verschwunden. Ha, fehlt noch einer. Super. So. Okay. Druckfehler Teufel. Kriegen wir den auch auf 2? Kriegen wir den auch noch ein bisschen größer? Nein. Druckfehler Teufel Haft. Dann machen wir halt eine zweispaltige. Und ein schönes Foto. Gut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 für 3 Meldungen. Müssten wir hinbekommen. Uhr. Schneiden wir es mal ein bisschen wärmer runtergehen. Eigentlich können wir auch mal anfangen, Bea zu beschenken. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Denn die sollen sie hassen. Am besten bevor wir pleite gehen. Also gut, wir werden die Titelseite setzen und dann werden wir uns um Bea kümmern. Kohle haben wir, genug. So, 20 Uhr, 22 Uhr, Speed 1 und rein damit. So, wir hoffen mal, dass ein paar sehr gute Sachen da sind. Nee. Nee. Ja. Na gut. Na gut, komm, nehmen wir die drei noch. Millionen Auflage. Sehr geil. Reicht nicht. Der andere hat 6, schlag mich tot. Okay, die Queen machen wir natürlich jetzt etwas größer. Was habe ich gesagt? So. Queen entführt. Dann der geplatzte Kettenraucher. Da müssen wir schon ein paar dazu machen. Sehr schön. Ach, die Queen hat wie viel? 11. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Volksbegehren. Volksbegehren für 8 Blöcke. Das ist
Blöd. Da müssen wir Connery kleiner machen. Man kann auch jetzt sogar sehr viel kleiner machen. Ja, kleiner kriegen wir nicht. Kriegen wir den Druckfehlerteufel noch kleiner? Nein. Kriegen wir die Queen ein bisschen kleiner? Wenigstens ein ganz kleines bisschen kleiner. Naja gut, das ist ein bisschen sehr viel kleiner. Na gut. Na gut, dann müssen wir es so machen. Gut, anders kriegen wir es nicht hin. 2, 3, 4, 5, 6. Ich hätte zwar die Queen lieber größer gemacht, aber ja. Lieber ein paar News mehr. Fällt mir nicht so gut die Seite. Hoffen wir, dass für eine gute Auflage reicht. Gut, kümmern wir uns mal um Bia mit unserer Kohle. Händler. Geben wir gleich was richtig Fieses. Würde ich mal sagen. So, Händler, was hast du denn? 50.000, bisschen Superkleber, ja, komm. Das sollte doch hier schon mal die richtige Stimmung vermitteln. Die richtige Bär-Stimmung. Mein liebster Blablabla, Drittnetz und so weiter. Geh weg. So. Ich glaube, wir haben es ihr gegeben, oder? Ja, guck mal. Schimpfi, Schimpfi machen. Ja, komm, du mich Schimpfi, Schimpfi auch. Gehen wir wieder zum Händler. Aber ich glaube, man kann nur einmal pro Tag was beim Händler kaufen, oder? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Wenn ja, dann können wir richtig was gut machen hier. Ja, kommen Sie morgen wieder. Alles klar. Dann müssen wir wohl noch ein bisschen hier. Haben wir Rezepte, können wir uns doch mal für morgen noch eins besorgen. So, Burger ist ein bisschen abgenutzt. Margaret Thatcher. Na gut, kommen wir mal zu Burger auch noch mit. Nehmen wir die Nancy Reagan auch gleich noch mit. Wir holen mal ein bisschen was auf Vorrat. Damit wir mal einiges haben. Gesetzt. Danger Man nehmen wir nochmal mit. Und Prontos. Und gehen wir nochmal zu den Brustmädchen. Schauen uns da nochmal um. Nehmen wir die Computerbräute nochmal mit. Schön, dann haben wir doch eigentlich alles. Achso, warte mal, wir könnten jetzt eigentlich, komm mal, Wetter, machen wir noch eine auf dicke Wetterhose hier. Hunderttausend für einen Satellit, ja natürlich. So, haben wir einen stationiert. Wunderbar. Könnten wir eigentlich eine Satellitenkarte ab morgen da aufnehmen, oder? Na, warten wir mal ab. Ob der Satellit überhaupt was bringt. So, und die restlichen Rätsel können wir jetzt auch noch anfordern. Ja, nehmen wir noch das Zahlenrätsel mit dazu für 7.000. Ich bin gerne flexibel. Okay.
Waren wir schon, ich glaube, wir waren schon beim Japaner. Wir gucken sicherheitshalber nochmal vorbei. Kann nicht schaden. Ich dachte, dass der doch noch irgendwie Unsinn macht. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ha, siehst du? Siehst du, siehst du, 140.000. Boah, die Schweine. Die haben den so lange bestochen, bis er auf mein Büro war. Gut, dass wir nochmal vorbeigeguckt haben. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich und mein Näschen. Ha. Das habt ihr euch so gedacht. Schweinepriester. Haben die den so lange bestochen, bis er auf mein Büro war? Ha. Immer mit der Ruhe, Kollegen. Jetzt werde ich morgen vielleicht auch mal machen. Schauen wir mal, wie viel Auflage wir bekommen. 4,6 Millionen, das ist nicht wirklich mehr. Why? Ich brauche mehr. Ja, Chef, ich weiß, Image, Image, Image ist alles. Aber wie komme ich an den Lutschi ran? Ich meine, gut, die Flugrouten sind noch nicht vollständig erschlossen. Gut, die Flugrouten sind jetzt bereit und wir holen uns jetzt hier noch die letzte Flugroute, die uns noch fehlt. Nach Phoenix. Und dann haben wir alles. Wir haben dann wirklich alles. So, wie sieht's denn aus hier? Wir haben wieder ein bisschen zugelegt. Der kann es nicht mehr standhalten. Ah, 4,93. Wir sind ganz nah dran. Wir sind aber ganz nah dran. Haben wir noch 7%, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn wir da die Kurve noch kriegen, dann haben wir aber wirklich. Dann haben wir aber wirklich eine gute Leistung vollbracht hier. Pilzomelette, lustige Witwe kennen wir schon. Da bauen wir jetzt noch Hillary's Super Burger mit ein. Nehmen wir diesmal mal ein Zahlenrätsel, anstatt Kreuzwort. Vielleicht kommt es noch ein bisschen besser an. Natürlich Marianne und Petra, ganz klar. So, nehmen wir diesmal zwei teure Kommentare. Die Wetterkarte. Und Tennis. Für morgen machen wir mal noch eine Satellitenkarte. Gut, Rätsel, Bildervergleich und Rebus muss natürlich wieder dabei sein. Den Rest halten wir uns wieder frei. Und da drüben wieder Formel 1 hin. Schön. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir auch. Haben wir sowieso. Das ebenfalls, die brauchen wir nicht. Ja, unsere typische Zeitung haben wir wieder hier. Genau. So, jetzt muss ich aber doch mal in Druck gucken. Ich muss wissen, was für eine Maximalauflage wir haben. Ob wir theoretisch überhaupt in der Lage wären, die 6.000 zu erreichen. Die Bad News hatte. Nee, Sad News hatte 6.000. 6 Millionen. Wir können es dann höchstens noch über die Qualität erreichen. Wie viel haben wir denn? Nee, wir könnten es erreichen. Wir haben 7,5 Millionen. Halt, 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 ich wollte die Qualität auf hochstellen. Gut, Qualität auf gut gestellt. Viel mehr können wir im Moment nicht machen. Japaner gucken gehen. Dann eventuell dafür sorgen, dass es Sad News belagert.
Na gut, Story. Wir bleiben jetzt erstmal bei der Story. News Reporter. Ja, wir könnten Bea mal eben besuchen gehen. Also von der Auflage haben wir alle Möglichkeiten. Wir müssen jetzt wirklich nur noch die Qualität unseres Blättchens eben steigern. Eine Million von Flaschengeist. Okay, noch viel zu früh. Dann probieren wir es mal die Schönheits-OP für 100.000. Vielleicht bringt es ja was. Ich hoffe nicht, dass sie uns dann tatsächlich mag, wenn wir die geben. Sollen wir erstmal noch einen Kommentar gucken? Nicht, dass uns die ausgehen. Das wäre weniger schön. Na, wunder. Nein, nehmen wir auch das günstige mal mitkommen. Sicher ist sicher und ab zu Bea. Ja, hat was gebracht, sehr schön. Sehr, sehr gut. Was sagt Bea? Scheidung, ja, wollen wir doch. Kleines. Kleines, das wollen wir doch. Ah, genau, Wetter wollten wir noch. Eine Satellitenkarte. Und hauen mal einen zweiten Satellitenorbit raus. Gut. Die PR-Tante nochmal zur Fernsehwerbung animieren. Und Radiowerbung, falls wir es noch brauchen. Gut, die ist noch bestellt. Das ist eine Umfrage. Stellen wir mal. Meinung zur heutigen Ausgabe. Basis 100, befragt Leserinhalt, Gutmeinen 72, aufmachen, Gutmeinen 80. Vermisst wurden, schlecht waren, Rezepte. Ja gut, Rezepte haben morgen ja da Hillarys Burger drin. Das sollte sie erstmal befriedigen. Also für Tag 25 löschen. Ich glaube, draußen bricht jetzt gerade die Sintflut herein. Ja, hört sich zumindest so an. Es regnet, es regnet. So, 26, 25, 25, 26, 26, 25, 20, 26, 26. 7.000 gekauft. 9.000 gekauft. Auf zum Lustigen verteilen. So. 10 Blöcke. Wieder 2A5. Ich mag Regen. Wenn ich daheim bin, schön rausgucken kann, der Regen trommelt so gegen die Wand. Einfach gut. Freistaat Bayern für 7. Gut. Die werden wir später planen. Wäre möglich, dass noch jemand Wäsche draußen hatte. Die kann man direkt hängen lassen, aber im Balkon haben, glaube ich, noch einige offen. Tja, den kann man dann auch direkt offen lassen zum Trocknen wieder.
Schön. Okay. Dum, 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 dum. Mir ist ein bisschen Fahrt. Ich brauche neue News. Warten wir mal noch ein bisschen. Ja gut, die Zeitung ist nicht top. Also da haben wir viel zu viel Leerding bzw. Schrift drin. Die ist halt. Deswegen haben wir auch die blöde Auflage. Wir brauchen eine riesengroße News vorne drauf. Aber wie die aussieht, erfahren wir im nächsten Take.